Wir machen heute Übung zur Körperberechnung. Also ich musste nochmal von vorne anfangen. Gegeben ist Folgendes. Am besten ihr schreibt mal mit und wir machen dann eine Skizze entsprechend. Wir wissen ja, gegeben gesucht, Lösung und so weiter. Ein zölliges Rohr, sage ich das mal. Ein Zoll im Durchmesser heißt das. Ein Zollrohr hat eine Wandung von 2 mm. Liegt im Lager, besteht aus Stahl, ist 6 Meter lang. Und wegen des Arbeitsschutzes fragt sich der Meister, darf ich jetzt wegen der neuen Bestimmungen, dass nur noch 15 Kilo ohne weitere Hilfen zu heben sind, darf ich jetzt da einen Lehrling rausschicken, auf dass der mir das Rohr reinholt? Das war jetzt ein bisschen fiktiv, das macht keiner, da gibt es ein paar hinter den Backen und dann holt er das Rohr. Das klappt auch so. Im alten Deutschland war das so. Aber jetzt, wie gesagt, also 1 Zoll und dann werden wir mal sehen, ob das klappt. So, im Prinzip ist es soweit. Wir haben jetzt hier die Skizze gemacht. Wir müssen allerdings aufpassen. Die Wandstärke, ne, die ist hier. Das ist eine Wandstärke. Naja, hey. So gesucht war das. Und zwar die Masse des Rohres im Rohr. M Rohr kleiner gleich 15 Kilogramm, großes Fragezeichen. Und jetzt legt man los. Also wir sind so weit, der Lehrling, der soll ja das Rohr holen, ist das kleiner gleich 15 Kilogramm, dann ist es noch erlaubt. Lösung ist einfach. Ich gehe jetzt mal in diesem Fall hier los. Ich sage, okay, Rho ist M durch V. Umgeformt heißt das Rho mal V ist M. Jetzt muss ich einen Halt machen. Wenn ich das so mache, gehe ich Tippeltappeltour vor, sage ich Halt, Stopp. Jetzt muss ich erst das Volumen ausrechnen. Da das ein Hohlzylinder ist, Pi Viertel, Groß D Quadrat minus Klein D Quadrat, das wäre der Innendurchmesser, mal L. Jetzt muss ich wieder einen Stopp machen. Groß D ist 25,4 mm, Klein D ist demzufolge 21,4 mm. Warum? Weil die Wandstärke auf beiden Seiten abgezogen wird. Einmal hier und einmal hier. Ja, dann minus 4 mm. Dementsprechend habe ich jetzt alle Werte. Jetzt kann ich weiter bei V machen. Jetzt mache ich bei dieser Formel hier weiter. Eingesetzt, eingetippt, komme ich auf 881.000 Kubikmillimeter rund. Wenn ich jetzt hier das Komma um 3 Stellen versetze, habe ich Kubikzentimeter. So habe ich Kubikdezimeter. Dementsprechend 0,882 Kubikdezimeter. Jetzt kann ich bei, da ich ja das Volumen habe, kann ich hier einsetzen. Rho habe ich ja. Hier setze ich das ein, kürze entsprechend und bin auf 6,877 Kilogramm gekommen. Der Lehrling darf das Rohr schleppen. Muss er auch. Eine andere Wunschaufgabe zum Üben ist Volumenstrom. Wir denken uns jetzt hier ein Fluidum, also etwas Flüssiges, Wasser. Überall ist Wasser drin. Das ist komplett voll, das Rohr. Dann kann jeder mal zu Hause seinen Selbstversuch machen. Das ist lustig. Man nimmt einen Trichter und der hat ja so einen kleinen Henkel hier und hält den Trichter in ein Glasgefäß rein. Und wenn dann da schön Wasser drin ist in dem Glasgefäß und man diesen Trichter ganz schnell nach unten drückt, tja, was passiert dann? Wenn ich den also nach unten drücke, diesen Trichter, was passiert wohl? Ganz einfach, wenn man das Gesicht drüber hält, hier oben kommt eine Fontäne raus. Warum? Weil das gesamte Wasser, was hier drin ist, gezwungen wird von dem darunterliegenden Wasser, weil sich ja der Trichter nach unten bewegt, irgendwie nach oben hin auszuweichen. Und das Verrückte ist, das ganze Wasser muss sich da durchzwängen, durch diesen engen Hals. Und das bedeutet für das Wasser, was hier durchgezwängt wird, wenn hier kein Platz ist, dann muss es sich beeilen. So kann man sich es vorstellen. Und so ähnlich ist es bei dieser Aufgabe auch. Wobei ich jetzt, und jetzt kommt das Irre an der Sache, wobei ich jetzt darauf eingehen muss, dass ich sage, wie ist es? Worum geht es? Es geht hier um einen Körper und ein Körper hat eine Grund- und Deckfläche, wie wir meistens wissen, wenn es ein Rohr ist, oder eine Grundfläche und eine kleinere Deckfläche. Hier habe ich einen Kegelstumpf, damit habe ich es hier zu tun. Und dieses Durchzwängen, diesen Effekt des Durchzwängens, wo ich hier also noch weit auseinanderliegende Strömungslinien drin habe, dieser Effekt bewirkt, dass
Und zwar Volumen und demzufolge von der Grundfläche abhängig, hier was passiert. Also muss ich sagen, wenn ich hier einen Volumenstrom habe von V0 als Anfang, meinetwegen bewegt sich mit 1 Meter pro Sekunde. Und ich habe hier einen Volumenstrom von dem zusammengedrängten Wasser, V1, dann kann ich mir vorstellen, der wird höher. Die Gleichung dazu sieht aber so aus. Ich habe hier einen Querschnitt, hier einen großen Querschnitt A0 und ich habe hier einen zusammengedrängten kleinen Querschnitt von A1. Da muss ich Folgendes machen. Hier geht es um je mehr, desto mehr oder je mehr, desto weniger. Worum geht es hier? Richtig. Ich habe jetzt nur von Volumen gesprochen. Klar, je weniger Volumen, je weniger Fläche, umso weniger Volumen. Das ist noch klar. Aber hier geht es um die Geschwindigkeit. Und immer wenn sich die Zeit hier in Sekunden, wenn sich die Zeit dahinter versteckt, müssen wir die Gleichung also anders aufstellen. Wir sagen ganz einfach, okay, wir probieren erstmal Folgendes in Gedanken aus. Wir sagen, Volumenstrom, also V0 mal und jetzt A0 müsste demzufolge sein wie V1 mal A1. Probieren wir das mal ganz einfach mit Zahlen aus als Beispiel. Ich sage hier einfach mal 1 mal, meinetwegen 4 muss dann sein wie 4 mal 1. Logisch? Das gleiche Produkt muss rauskommen, 1 mal 4. Oder wie, hier könnte ich es auch ändern, 2 mal 2. Oder irgendwelche Zwischenzahlen da, dazu. Wenn das so ist, nehmen wir nochmal 4 mal 1, damit das in Gedanken besser klar wird. 4 mal 1. Und wir sagen, ich habe hier 1 Meter pro Sekunde, ich habe hier eine Fläche von meinetwegen 4 Quadratdezimetern. Dann müsste ich die vierfache Fläche, die vierfache Geschwindigkeit haben, wenn ich hier nur ein Viertel der Grundfläche übrig habe. Wenn man sich das so ausprobiert, und das müsste eigentlich klappen mit so einer Gleichung, dann kann man das auch ganz leicht ausrechnen, wenn entsprechende Sachen gegeben sind. Sagen wir, wir haben einen Anfangsquerschnitt von 1,2 Quadratdezimetern und wir haben einen Volumenstrom V0 von 1 Meter pro Sekunde. Und wir fragen, wie groß ist V1 bei A1 gleich 0,3 Quadratdezimetern. Dann müsste die Aufgabe eigentlich mit dieser Formel ganz leicht lösbar sein, denn wenn man das so einsetzt, wir probieren es mal aus, A0 hatten wir 1,2 und hier 1 Meter pro Sekunde, also 1 Meter pro Sekunde mal 1,2 Quadratmeter. Na, irgendwas spinnt der heute. Und wir wissen V1 nicht, aber wir wissen 0,3 Quadratmeter, dann müsste sich ja was ergeben. Und wenn ich die Formel umstelle, also was muss ich jetzt machen? Genau, durch 0,3 Quadratdezimeter. Dann gucken wir uns mal an, wie die Formel jetzt aussieht. 1 Meter pro Sekunde mal 1,2 Quadratdezimeter durch 0,3 Quadratdezimeter ist gleich V1. Das müsste eigentlich gehen, ne? Wenn ich die Quadratmeter rauskürze, dann kriege ich nur noch Meter pro Sekunde raus und das soll meine neue Geschwindigkeit sein. Und jetzt hier, in diesem Fall verschiebe ich das Komma einfach nach rechts einmal, ne? Weil ich jedes Mal eine Kommastelle habe, geht es. 12 durch 3 ist 4, also kann ich dann ganz ruhigen Gewissens schreiben, 4 mal 1 ist 4 Meter pro Sekunde ist die neue Geschwindigkeit. Müsste dann auch logisch sein. Ne? Der Querschnitt hat sich auf ein Viertel verringert, also komme ich auf die vierfache Geschwindigkeit. Es geht nicht, wenn ich nur mit dem Durchmesser arbeite. Denn der Durchmesser, der hat nicht alleine mit dem Volumen zu tun. Nochmal ein Beispiel. Wenn ich sage, ich habe einen Stab und der hat 10 mm Durchmesser. 10 mm und ich habe einen Stab, der hat eben 20 mm Durchmesser. Und ich probiere zu überlegen, ah ja, wo ist mehr Material drin? Also hier 20 mm. Dann wird drastisch, da denkt man, naja, der ist doppelt so groß, dann ist hier doppelt so viel Material drin. Aber bei der Formel V
es Pi mal R Quadrat mal L, wird schon klar, was hier passiert. Pi ist eine Konstante, die Länge, wenn die gleich bleibt, ist auch konstant. Das ärgert mich nicht. Aber der Radius ist hier 5 gewesen und hier ist er schon 10. 5 mal 5 sind 25 und 10 mal 10 sind 100. Also habe ich hier das Vierfache drin. Und das ist damit. Und jetzt sind wir schon beim anderen Beispiel. Wir bleiben mal. Nee, Moment, es könnt ihr noch Fragen geben. Die Formel, die steht in den Formelbüchern etwas anders. Da habe ich dann Beispiel V0 zu V1 und jetzt muss ich die ganze Sache umdrehen, wie A1, jetzt kommt A1 oben hin, der Index 1 kommt oben hin zu A0 oder mit 1 und 2 bezeichnet. Kann ganz schnell zu Verwechslungen führen. Ich mache das lieber mit der typischen Gleichung für Antiproportionalität. Ist Ansichtssache. Noch irgendwelche Fragen, bevor wir hier zu dem nächsten Beispiel kommen? Typisches Beispiel aus der Technik. Ich schnapp mir das hier nochmal. Also hier dieses Problem. Das geschnappt heißt, in eine technische Aufgabenstellung übertragen, heißt das wie folgt. Wenn ich Tragfähigkeiten oder Zerreißfestigkeiten, überhaupt Festigkeiten eines Materials betrachte, dann sind die angegeben in Newton pro Quadratmillimeter. Ich zeige jetzt bloß, worauf es ankommt. Newton pro Quadratmillimeter, das heißt Quadratmillimeter Querschnitt. Hier ist der Schnitt. Ich schneide quer durch das Material durch. Und da ist meistens gefragt, wie viel Kraft hält das Ding aus? So, und jetzt habe ich hier, kann ich mir Folgendes vorstellen. Wenn ich hier eine Fläche habe, dann hält jedes Quadratmillimeterchen, und davon habe ich etliche da drin, hält das zum Beispiel 400 Newton aus. Bei so einem Wald- und Wiesenstahl ist das so. Das heißt, jedes Quadratmillimeterchen kann 400 Newton aushalten. Das bedeutet also diese Newton pro Quadratmillimeter. Ne? Wenn das hier ein Millimeter ist und das hier ein Millimeter, dann kann jedes von diesen Quadratmillimeterchen, was hier sich drin versteckt, 400 Newton tragen. Und jetzt ist das so eine ziemliche Überraschung. Man sagt zum Beispiel dann in der Technik, na, das wollte ich so nicht schreiben, fragt man dann, wie groß ist denn die Tragkraft eines 10 mm Bolzens? Also gesucht F von d gleich 10 mm. Und da staunt man dann schon, wenn man das ausrechnet. Da braucht man nicht mal eine Formel zu. Da kann man sagen, naja, wenn jedes Quadratmillimeterchen 400 Newton trägt, von so einem ollen Stück Stahlbolzen, dann kann ich einfach sagen, dann ist F, also die Tragfähigkeit, 400 Newton pro Quadratmillimeter und dann mal die Fläche, die es hat. Also mal Pi mal, nehmen wir R Quadrat, das ist ganz leicht. Und jetzt wird gleich was ganz Drastisches klar. F ist dann also 400 Newton. Na, Newton pro Quadratmillimeter. Und jetzt machen wir das mal, ziehen wir das mal durch. Mal 3,14 und jetzt beim 10er Bolzen 5 mal 5, 25 Quadratmillimeter. Ich kann wieder die Quadratmillimeter rauskürzen. Schwupp, schwapp. Und kann jetzt direkt eintippen. 25 mal 4, das kann ich auch so. 25 mal 4 ist 100. Die beiden Nullen von der 400 dran. Und das Ganze nochmal 3,14. Und dann habe ich die Newton. Und jetzt wird es drastisch. F ist demzufolge 1 mal 3,14 ist 314. Und jetzt, Achtung, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 Stellen dahinter. Das sind 31.000 Newton. Das entspricht also ungefähr 3 Tonnen, die ich da ranbammeln kann auf der Erde. Das ist ein lumpiger 10er Bolzen. Das ist nichts. Das ist ein Bleistift hier, so ein Stift im Durchmesser. Ich kann da 3 Tonnen ranbammeln und kann mich freuen. Jetzt noch unterschiedliche Stähle vorausgesetzt, bis zum Fünffachen kann ich so ranbammeln manchmal, ohne dass das Ding kaputt geht, dass es zerreißt. Also das ist schon drastisch. Das war aber nur ein Beispiel, das werden wir in der Klausur natürlich nicht dran nehmen. Nochmal eine alte chinesische Aufgabe. Ich mache mal gleich die Skizze. Und zwar, wir haben eine Wasseroberfläche, da fährt ein Boot drauf. Eine Wasseroberfläche, dann haben wir einen Grund eines Sees.
Beides soll parallel zueinander sein, also keine Berge im Grund des Sees. Ich habe es jetzt extra trotzdem ein bisschen gewellt gemacht und auf dem See fährt ein Boot. Da sitzt einer drin. Und jetzt kommt das Verrückte an der ganzen Sache. Am Grunde des Sees ist eine Lotusblume festgewachsen und die ragt hier oben einen Meter heraus. Jetzt mache ich die Lotusblume aber mal rot, obwohl es, glaube ich, eine weiße sein muss. So, und jetzt sitzt hier ein Angler drin. Und dann fährt der mit dem Boot hier hin und biegt die Lotusblume, zieht die Lotusblume also in die Richtung so weit, dass ihre Blüte gerade noch das Wasser berührt. So, und jetzt ist die Riesenfrage. Ja, ach so, und er hat das so gemacht, dass er hier anderthalb Bootslängen hat und eine Bootslänge, sagen wir, hier sind 3 Meter. Er hat das Ding. Nee, machen wir es mal schärfer. 5 Meter weit gezogen, machen wir es mal so. Ist egal. Das ist jetzt nicht die originale Aufgabe, es kommt jetzt auch nicht drauf an. Er hat das ganze Ding 5 Meter weit gezogen und jetzt berührt die Lotusblume das Wasser. Und jetzt ist die große Frage. Haha. Ja, wie tief ist das Wasser? T. Wie tief ist das Wasser? Eine Arbeitsskizze draus machen. Ein rechtwinkliges Dreieck. Hier schreiben wir T ran, hier schreiben wir 5 Meter ran. Und das ist der Trick an der ganzen Sache. T plus 1 Meter ist diese Seite lang. Ja, und jetzt eine Gleichung so a la C Quadrat ist A Quadrat plus B Quadrat aufschreiben und dann kriegt man es hin. Ja, jetzt haben wir hier die Lösung stehen. Also das Arbeitsdreieck besteht darin. Und wenn ich diesen Trick hier einmal rausbekommen habe, dass ich einfach eiskalt sage, hier, das ist meine Hypotenuse. Und mir die Formel erstmal so aufschreibe, dann habe ich schon gewonnen. Denn der Rest ist jetzt Handwerkszeug. Erste binomische Formel, T² plus 2 mal A mal B heißt es ja. Das ist A, das ist B. Also 2 mal T mal 1 Meter plus 1 Quadratmeter. Hier hinten ausmultipliziert. Minus T² auf beiden Seiten fällt T² raus. Und zusammenfassen, also T mal 2 Meter. Ne? T mal 2 Meter als 2 mal T mal 1 Meter ist T mal 2 Meter. Entsprechend minus 1 Quadratmeter, den ganzen Kram durch 2 Meter teilen, weil das ja immer noch stört. T muss allein stehen und T ist dann 12 Meter. Braucht man keine besonderen Vorkenntnisse. Kommen wir zum Strahlensatz. Strahlensatz gehe ich jetzt nicht mehr auf die Grundlagen ein, und zwar folgendes Beispiel. Ich mache das mal mit dem klassischen Strahlensatz, und zwar ich bezeichne hier das Ding mit A, B, C, D, X und Y und gegeben ist A gleich 3 Meter, X gleich 1,2 Meter, Y gleich 2 Meter und gesucht ist B. Na denn. Naja, wenn man nach dem üblichen Strahlensatz handelt, dann sagt man, also A verhält sich zu X, ne? Dit zu dit. Wie, und jetzt muss ich aber aufpassen, ich muss immer vom gesamten Strahl ausgehen, wie das Lange zu seinem langen Teil. Also deswegen A plus B, wenn ich das hier einsetze, ein bisschen gekürzt habe, ist der Rest dann bloß noch Schmuck am Nachthemd. Das geht ganz leicht. B muss 2 Meter lang sein. So, ich schließe das Video an der Stelle mal ab, sonst wird das zu lang. Ne? Wir haben schon 18 Minuten und wir machen dann im zweiten Teil weiter.